So, und dann schlafen wir nochmal ganz kurz, um den Rest zu regenerieren. Und dann gucken wir da weiter. Aber ja, so viel dazu, dass dieses Level nicht ganz so kampflastig sein wird. Wir haben nur einen kurzen Moment gewartet, um den Schockmoment, Schockeffekt zu erhöhen. So, also da lang. Feuerball, Blitzstrahl. Und da ist ja schon das kleine Biest. 312 Schaden. Mann, Mann, Mann. Da kommt was. Ha, warum ist die Tür da offen? Die Hosen. Schön, dann waren das da oben in dem anderen Raum doch nicht die Hosen, die wir haben wollten. Fehlt nur noch der Helm. Und er ist überladen. Jetzt nicht mehr. Oh, er ist hungrig. Nahrung an die Magier, die fast nie Essen brauchen. So, hier war die Hose drin. Irgendwo hier hinter ist das Metall, ne? Geräusch. Und hier höre ich nur wieder diese komischen fliegenden Spinnen. Irgendwie sind mir hier zu viele Türen, die man auf und zu machen kann. Oh, wo kommst du denn her? Die sehen so ein bisschen aus wie das Trarakel. Also von der Robe aus und den Stacheln. Also aus Lands of Lore. 1 bis 3. Zack, tot. Und wir bräuchten mal wieder Heiltränke. Ja, wenn man die benutzt, gehen die Kräuter richtig schnell runter. Also ist vielleicht ganz gut, dass ich bisher keine benutzt habe. Denn wir brauchen jetzt jede Menge. Ah, leere Flasche, leere Flasche, leere Flasche und wieder 3 Kräuter weg. So, wer braucht Tränke? Du brauchst einen Trank, du brauchst einen Trank und du brauchst einen Trank. Zauber vorbereiten. So, dann gucken wir kurz da lang. Machen keine neuen Türen auf. Und warum liegt hier ein Schwert auf dem Boden? Ja, nach Schaltern suchen sollte ich erst, wenn hier alle Gegner tot sind. Die Tür ist von beiden Seiten begehbar. Na gut, ich mache jetzt mal alle Türen auf, damit wir im Notfall besser weglaufen können. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Aber das werden wir bestimmt noch sehen, sobald es nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Geht nur noch da oben lang. Na gut. Hier hören wir die fliegenden Spinnen. Genau du. Noch eine. Irgendwo. Warum zur Hölle haben wir jetzt gerade den Feuerball abbekommen? Wir sind nicht reingelaufen, oder? Bin ich mir ziemlich sicher. Na gut. Auf dieser Etage ist es ja nicht ganz so schlimm, denn wir haben gleich einen blauen Kristall um die Ecke. Wir müssen diesmal ja nicht wieder ganz diesen komischen Schlangengang langlaufen. Was ganz praktisch ist. So, Feuerball. Blitzstrahl. Die Tür irritiert mich immer noch ein bisschen. Und wieder zurück. So, hier geht es jetzt weiter und ich höre keine Gegner. Was aber nicht heißen will. Vielleicht sind sie alle hinter den Wänden eingesperrt und kommen erst raus, wenn es zu spät ist. Oh, oder die machen aber keine Geräusche, außer sie kommen sehr, sehr nahe. Das sind Ninja-Mönche. Ah.
Also ja, eigentlich machen die ja gar nicht so viel Schaden, aber die machen so schnell Schaden, dass ich total wieder in Panikmodus verfalle und die falschen Sachen drücke. Aber daran muss ich arbeiten. So, hier war irgendwo noch so ein Ninja-Mönch. Da leuchtet was blau. Schild ist runter. Und Frostbomben. Zwei Stück. Sehr schön. Die werden wir später noch gut gebrauchen können. Die eventuell auch. Also Giftwolken produzieren und Gegner immobilisieren. Das ist eine gute Kombination, denke ich. So. Geht hier überall weiter. Und überall werden Gegner sein. Das heißt, wieder zurück zum blauen Kristall. Denn ich habe keine Lust, pro Charakter zwei Heiltränke zu verbraten, die wir dann neu machen müssen und dann irgendwann keine Heiltränke mehr haben. Aber in der Rate, wo wir jetzt gerade Gegner umbringen, müssten wir eigentlich bald mal wieder Level-Up haben bei unseren Magiern. Ja, die Tür. Irgendwas muss man hier in die Nische reinpacken. Ich weiß nur nicht, was. Blaubeerkuchen? Also wird wahrscheinlich irgendwas sein, was wir hier auf der Ebene gefunden haben oder finden werden. So, da lang, da lang, da lang. Bisher ist auch kein Gegner respawned, das ist schon mal sehr entspannt. Denn das Level ist an sich schon anstrengend genug mit diesen fliegenden Spinnen und den Killermönchen. Ging es eigentlich gerade runter? Oh, eine Fallgrube. Und ein Gang nach unten. Hm. Hinter der Tür. Hier geht es noch weiter unten. Also in Ebene 11. Und ja, ich wurde schon gespoilert, wie viele Ebenen es gibt. Das ist deprimierend. Na gut. Wir springen einfach mal da runter und gucken, was passiert. Quick save. Früher wäre das mal tödlich gewesen. Jetzt ist es nur eine kurze Unterbrechung. Oh. Außer es sind drei Dutzend von denen. Aber die hauen immer noch ganz schön rein. Obwohl er seine Wailer-Rüstung fast komplett hat. Hm. Na gut. Feuerball, Blitzstrahl. Du kriegst einen Heiltrank. Denn ich will nicht schon wieder zum blauen Kristall. Zumal wir noch gar nicht... Es sind echt drei Dutzend, oder? Zumal wir momentan noch gar keinen Zugang zu einem blauen Kristall haben. Hey, nicht weglaufen. Muss Schaden nehmen. Das wäre so eine gute Gelegenheit zu einem Backstab gewesen. Aber nein. Ja, ich versuche gerade ein bisschen Mana zu konservieren. Aber der Schaden von den Nahkämpfern ist einfach so mau teilweise. Okay, 143, der war okay. Aber der Dieb. Ich meine, der kann jetzt schneller angreifen und so. Aber schnell angreifen mit 13 Schaden ist... nicht so toll. Ach komm, stirb einfach. So, nächster Heiltrank. Tauschen wir mal ein bisschen. So. Noch ein Blitzstrahl. So, wo sind wir jetzt überhaupt? The Tomb. Das ist die Grabstätte. Oder die Grabkammer. Da geht's wieder hoch. Okay. Oh, das könnte die Grabkammer sein von dem Wesen, mit dem wir die ganze Zeit träumen. Und drei Eisbomben, das ist sehr schick. Noch mehr Ninja-Sterne. Irgendwelche Schalter? Nö. Testweise mal die Fackel rausnehmen. Oh, wir können testweise auch mal dunkel machen. Zack. Jo, Zappenduster. Nirgendwo kommt Licht durch. Ja, wirklich groß ist es hier unten ja nicht. Also wenn hier irgendwo was wäre, hätten wir es inzwischen gesehen. Aber wir können hier in Ruhe schlafen, bevor wir hochgehen.
Jetzt ist nur die Frage, welche Treppe nach oben ist das? Ist das die, die hinter der Fallgrube war? Wenn ja, dann könnten wir jetzt ja von hinten die Tür aufmachen. Dann wäre das Ganze aber ziemlich sinnlos gewesen. Was haben wir hier unten gefunden, was noch wichtig war? Die Hose, richtig? Ne, die war weiter oben. Wir haben hier nur die Eisbomben gefunden und gegen jede Menge Krabben gekämpft. Schauen wir mal. Feuerball, Blitzstrahl und hoch. Schild der Elemente. Schöne Sache. 15 Resistenz gegen alle und 10 Ausweichen. Das kriegt mal unser Minotauro, denn er braucht Ausweichen. Eigentlich sollten wir ihm echt Rüstung geben, die Ausweichen bringt, damit er genauso gut überleben kann wie unser Dieb. So, er ist überladen. Gib mal einen Sack ab an die kräftigen Magier. So, da sind wir schon runtergesprungen. Wir hätten uns auf die Druckplatte legen sollen. Na gut, da müssen wir eh nicht mehr hin. Da geht's weiter. Wieder mit einer Tür, die man einfach so öffnen kann. Und zu viele Gänge für meinen Geschmack. Das riecht immer nach Hinterhalt. Ein Schleimball? Nö, ein voller Helm. Haben wir schon einen von. Brauchen wir nicht. Kurz mal Licht aus. Und Fackel mitnehmen. Anscheinend hier auch keine Geheimgänge. Was war denn das? Licht an. Da sind wieder diese Buntglasfenster. Legen wir da mal einen Wurfdolch drauf. Wurfdolch rauf. Kam das gerade von irgendeinem Gegner oder war das eine Falle? War eine Falle. Was mich aber daran erinnert, auch bei den Blitzableiter haben wir angeblich noch ein Secret vergessen. Aber es war anscheinend nicht wichtig für das Rätsel mit den vier Nischen. So, zwei Ornamentschlüssel. Muss ja eine wichtige Tür sein. Die nehmen wir auch mit. Wir haben inzwischen jede Menge Fackeln. Aber ich nehme die jetzt auch mit, um zu gucken, ob das vielleicht irgendwas öffnet. Aber wir hatten ja schon mehrmals ein Secret, das durch Fackeln gelöst wurde. Also Fackeln rausnehmen, Fackeln reinstecken und so weiter. So, ein Oger hören wir. Und hier ist der Schrein. Hier sind die Kavernen. Und da ist das Ogergetrampel ziemlich laut. Wow. Was? Ich habe die Tür zugemacht. Er ist gegen die Tür gedonnert und wir haben trotzdem Schaden bekommen. Das ist entweder ein Bug oder sehr cool programmiert. Und ein Backstab für 25 Schaden. Wir haben übrigens inzwischen Triple Backstab und machen trotzdem mit einem Backstab 25 Schaden. Das ist irgendwie ernüchternd. Oder das war ein normaler Step, das kann auch gewesen sein. Obwohl wir eigentlich hinter ihm standen. Gut, nächster Feuerball. Nächster Blitzstrahl. Tür auf. Oger. Oh, viele Oger. Oh, ein Sack dabei. Was ist in dem Sack drin? Kräuter. Dann mal hier runter. Ne, falscher Sack. Heilkraut, Heilkraut. Das waren, glaube ich, die Gegengifte. So. Nächster Feuerball, nächster Blitz. Und ja, es ist schade, dass es nicht so viele Zauber gibt, denn es wird langsam schon eintönig, was die Zauber angeht. Also er wird nur durchgehend Blitz schmeißen und der andere wird nur durchgehend Feuerball schmeißen. Komm, greift uns mal an. Wenn ich das so jetzt sehe, die sterben eigentlich doch recht schnell. Und das sind dieselben Gegner wie bei der Kämpferherausforderung. Also vielleicht jetzt mit dem Orb in der Hand.
ist die gar nicht mehr so schlimm. Zwei Fallgruben, wo wir nochmal testweise runterspringen könnten. Fünf Schaden. Unser Dieb ist echt... Au. Aber wenigstens überlebt unser Dieb. Oh, 50 ist schon okay. 37. Ach, und die kleinen Viecher. Lalala. Zack. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Viecher sich den Weg blockieren und er einfach von sich aus in die Giftwolke läuft und daran stirbt. Das war ein dummer Oger. So, wir machen mal kurz einen Cut und in der nächsten Folge huschen wir zum blauen Kristall, um Gorn wieder zu beleben. Aber soweit kommen wir ganz gut voran, muss ich schon sagen. Also es war definitiv eine gute Idee, an den drei Mönchen vorbei zu teleportieren. Denn die hätten wir wahrscheinlich so nicht geschafft. Jedenfalls nicht einfach. Also ja, abspeichern. LP, nicht Ö. LP 084. Und wir sehen uns gleich wieder.